Aha, sehr interessant alles, muss ich ja mal so sagen. Wieso habe ich gerade keinen Sound? Weil ich die falschen Kopfhörer auf habe. Aha. Moment, Moment. So, ich habe wieder Sound, ein Wunder der Natur. da hinten ist noch ein Dings. Sehe ich gerade schnell dahin tuckern. So ein, mach mal eben mit deinem Skylander, dann bekommst du unseren Freund. Ach, da muss ich ja darüber. Ja, das finde ich auch ausgezeichnet, wenn wir darüber kommen. Yay! So, wir wechseln mal zum Skylander Giant. Kaboom! Ist das nicht ein wunderschöner Skylander? Er ist so erotisch, oder? So. Ziehen wir mal die Scheiße hierher. Dreieck! 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 Ja, oh ja. Ah, eine Truhe. Ich mag Truhen. Truhen sind mir sehr sympathisch. Na, 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 na. Ja, ich bin umwerfend. Nicht du. Sammeln wir mal alles ein. Wir brauchen das Geld schließlich immer irgendwann mal. Beeil dich mal, wir müssen gleich wieder kämpfen wahrscheinlich. Aber jetzt müssen wir dann wieder so ein Schlossrätsel knacken. Lass es knacken, Opi. Nicht so aggressiv. So. Yay! 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 Okay, ich hör auf. Ich hab gefailt, naja. Ich hätte jetzt nach unten machen müssen, nicht zur Seite. Ich habe die falsche Seite gemacht. Deswegen haben wir nur gut gemacht bekommen. Nein! Was haben wir hier? Geld, Geld, Geld. Was? Nur Geld? Nein, okay. Das ist eine Bombe, die wir aufnehmen können und dann volle Kanne werfen. Bin ja auch ein Giant, du. Ey du, fress das, Bitch. Wenn die unmenschlich sind, dann will ich da nicht hin. Ich mag unmenschliche Sachen nicht so. Nächste Truhe. Er kriegt aber viele Truhen, wa? Der Rest in Gold da. Ja, den holen wir den mal hier. Der andere ist dahinter. Den holen wir dann mal nicht. Tada! Wir brauchen aber einen Wasser-Skylander. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Ich hätte auch den Giant nehmen können jetzt, aber wir nehmen mal nicht den Giant Wasser-Skylander. Sondern Gilgwand. Mach mal auf hier. Brava. Ich hätte so ein Jetpack. Finde ich immer lustig. Fliegender Fisch. So, wir machen erstmal was das. Den da lang. Ah, nee, nee, nee. Wartet, wartet. Ach, doch, doch, da lang. Nochmal, das war richtig. Oh, ich Doofkopf. Jetzt einmal rum. So, und den schieben wir jetzt voll besonders wohin. Einmal durch der, weil da ist so ein Loch da hinter dem Wasserfall, da kann man dann nachher durch. Und erst nachher, damit das klar ist. Tada!
Es bewegt sich da oben dieses super geile Teil. Erstmal gehen wir jetzt hier runter und wir sind drinnen. Papp, 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 papp. So. Wir müssen gegen ihn jetzt Himmelsteine spielen, damit wir den legendären Schatz bekommen. Starten. Dann müssen wir nur noch gewinnen, ne? Er hat direkt so eine Scheißkarte, die wir direkt erobern werden. Mit Gargantula. Oh no, jetzt hat der Gargantula zurückerobert. Also mein Gargantula. Der Arsch. Moment, ich muss doch gerade noch innehalten. Machen wir was mal so. Holen wir Gargantula einfach wieder zurück. Hm? Scheiße. Jetzt holt er meinen Lanzenreiter. Jetzt sieht's schlecht aus. Bisher. Machen wir das einfach so jetzt erstmal. Wir gucken, was er jetzt spielt. Je nachdem entscheiden wir dann. Au. Na gut, setzen wir da mal unseren Keulenmajor. Oh, beim seinen. Und es steht 5 zu 4. Und bleibt dabei. 5 zu 4. Wunderbärchen. Nee, ich hab nicht geschummelt. Ich schwöre. Neue Lackierung. Legendärer Schatz. Feuersegel-Lackierung. Finde ich auch. Gut. Dann haben wir den legendären Schatz schon mal. Einmal rum hier. Nee. Au. Geh weiter. Schleich dich. Hallo. Hier ist jetzt der böse Hinterhalt. Oh no. Oh. Shut up and take my money. Oh, what the fuck. Oh oh. Ah. Fress meine Harpune. Okay, ich bin tot. Dann nehmen wir jetzt unsere Geheimwaffe. Nein, okay, ist ja keine Geheimwaffe. T-Rex wird vernichten. Hoffe ich. Hallo. Ich hasse euch, kleine, mickrige Halbgötter. Ich Hulk. Schnell mampfen und dann ihn hier verhauen. Fress meinen Laser. Ey, schieß mich nicht immer ab. Schieß mich nicht ab. So. Da wird mein Giant ganz schön aggressiv, wie ihr seht. Oh nein! Ist der auch schon tot? Dann nehmen wir jetzt einfach mal unseren kleinen Freund. Unseren legendären Trigger Happy. Ohne Gold, keine Ehre. So. Da muss ich einen Nisa loslassen. Der macht aber enormen Schaden, machen die, ne? Muss ich immer so anmerken. So. Schnell, unser nächster Hut. Und zwar ist das ein wunderschöner Hut. Es ist ein... eine Unterhose. Plus 15 Crit, Alter. Sie ist ganz gut, aber sie ist einfach nur hässlich. Deswegen ziehe ich sie nicht auf. Na, 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 na. Aber das war immer noch nicht. Diese Wasserebene ist echt enorm groß. Hüpf, hüpf, hurra. Ach, schade. Zu spät.
Ah, stirb, okay. Wir müssten noch ein paar Sachen kommen. Ich glaube, da kommt noch eine Truhe und so. Nein, nein, nein. Ha! Ha! Okay, nein. Ey! So. Da ist die Truhe, die ich meinte. Los, öffne sie. Take my money. Ich glaube, dass man jetzt alle Schatzkisten gefunden. Geht doch. So. Jetzt habe ich denn jetzt momentan auch schon alle Hüte. Sehenstein muss ich noch finden, den Flügelsaphir. Ich glaube, den habe ich übersehen. Ich glaube, der war am Anfang. Ich glaube, der war am Anfang. Und ich habe den übersehen. Dann holen wir den, wenn wir den Speed One nochmal machen, holen wir den dann uns nochmal ab. Uns fehlt eigentlich nur der Seelenstein, ne? Von Quascha ist der, glaube ich, sogar. Take my money, ba 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 ba. Man kann da unten auch nochmal sehen, wenn wir jetzt hinter das Haus gehen, können wir Himmelssteine spielen. Und das möchten wir aber jetzt nicht. In dieser Zone sind Skylander des Technologie. Oh, da möchten wir nochmal gucken. Nicht, dass wir hier ein Gebiet nicht finden, zum Beispiel. Das wäre ganz doof. Aber anscheinend finden wir hier. Ist alles super. Alles ist super. Schnell weiter. Jetzt gehen wir, dann gehen wir jetzt hoch. Los, Trigger Happy. Whee! Der Seelenstein, der kommt aber erst gegen Ende gleich. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich weiß das. Hüpf, hüpf, hurra! Technologie-Skylander sind hier stärker. Das finde ich doch mal schön. Hallo, du da drüben. Ah! Pow! Meint, meint, ja. Hallo, anscheinend haben wir die Kanonen gefunden, was? Aber keine Angst, ich habe mir das Versorgungs-irgendwas genommen, um dieses Artillerie-Dingsbums auszuschalten. Übersetzung? Wir brauchen diese Sprengladungen, um die großen Kanonen auszuschalten. Gehen wir. Können wir auch mit Bomben machen, mit den kleinen. Da müssen wir jetzt nicht zum Giant wechseln. Da ist zum Beispiel eine kleine Bombe, wie ihr seht. Was ist das denn hier? Eine Chaos-Figur. Gut. Schnell das Schlossrätsel machen. Hallo, mein Kleiner. So. Tada! Und wir haben ein exzellentes oder perfektes Ergebnis. Perfektes Ergebnis. So muss das sein. Hinter diesem Marikan ist man übrigens sicher vor den Bomben. Wir können jetzt aber zum Beispiel hier mit dem hier einfach zack. Aber bevor wir das machen, gehen wir hier schon mal uns was ersparen. Und zwar da hinten die Bombe. Da kommen wir nicht an, der. Da müssen wir den Giant nehmen. Machen wir das. Wir möchten uns Weg ersparen, machen wir das. Also nicht Weg ersparen, sondern Stress. Denn die Kanone, die da ist, die hat, glaube ich, schon mal früher von mir echt Skylander auseinandergenommen. Ich habe nur Quatsch da drauf. Geht doch, ich dachte schon. Es ist Quatsch-Hour, richtig. So. Bombe nehmen und Feuer auf die Kanone. Jetzt können wir wieder wechseln. Ich wollte nur die Kanone weg haben, damit wir da unsere Ruhe gleich haben. Ohne Gold, keine Ehre. Na, 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 na. Wenn wir die Kanone mal. Alter, so. Die Bombe wollte ich mal mitnehmen.
Ich komme immer mit der Ruhe, ich bin alt. Blöde Kanone, so. Aua. Es war mir klar, dass das passiert. Ich renne da so ganz chillig durch, ne? Ich opfer hier mein Leben. Oh wow, das war knapp. Und doch war ich in der Lage, es durchzubringen. Das hast du gut gemacht. Das ist erstaunlich, Flynn. Aber wenn es dir nichts ausmacht, übernehme ich die Platzierung der Sprengladungen. Ohne Flynn wären wir nicht so weit gekommen. Kaboom!